In TV Total mit Stefan Raab gibt es ja gelegentlich diese Checks, also diese Erstwähler-Checks und so weiter, wo so junge Leute dann hingesetzt werden, werden ihnen Wissensfragen gestellt zu Politik und dann ja, kommen da manchmal ziemlich skurrile Antworten. Am 8. Oktober gab es einen Ost-West-Check und das sah so aus. Nenne die 5 neuen Bundesländer. Brandenburg. Ja. Thüringen. Nee. Doch, Thüringen. Sachsen-Anhalt. Nicht schlecht. Mecklenburg-Vorpommern. Stimmt auch. Fehlt noch eins. Sachsen wäre es gewesen. Kennst du die 5 neuen Bundesländer? 5 neuen? Ja. Also es sind jetzt 21 Bundesländer. Ich glaube, wir sind 16. Genau, sehr gut. Nenn du mir mal die 5 neuen Bundesländer? Die 5 neuen. Ja. Ist Schleswig-Holstein eins der 9? Nee, ist alt. Kennst du die 5 neuen Bundesländer? Berlin. Mhm. Thüringen. Nee, Thüringen ist eine Stadt, ne? Ja, ja. Komm, nenn du mal eins. Neues Bundesland. Wie heißen die da drüben? No, Alphabipsch. Die reden so komisch. Bayern? Bayerisch? Nee, die Bayern sind auch Wessis. Die reden, no, wie soll ich sagen, Alphabipsch. Ach, Mecklenburg. Ja, ich meine zwar die Sachsen, aber Mecklenburg ist auch richtig. So, Sachsen, was sagst du, neu oder alt? Ich würde alt sagen. Also Westen? Ja. Nächstes Thema. Wer war Bundeskanzler, als die Mauer fiel? Als die Mauer fiel? Ja. Jetzt habe ich schon mal gewusst. Thomas? Freidorf? Was? Nee, Thomas. Na, was? Hä? Thomas Freidorf? Wer ist das denn? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie der hieß. Weißt du, wer Kanzler der Einheit war? Nein. Okay, aber du weißt das. Mensch, hättest du mich das vor 2 Jahren gefragt, hätte ich dir das sagen können. Echt? Ja gut, da war das Abi, ne? Ja, und weißt du, wie der Kanzler der Einheit hieß? George Bush, glaube ich, oder? Nee, wer fällt dir noch ein? Welcher Bundeskanzler? Oh, keiner. Ja, da kann man natürlich sagen, solche Volltrottel, verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Nun ja, ich will nicht ausschließen, dass einige tatsächlich ein nicht besonders großes Allgemeinwissen haben. Allerdings muss man das Ganze ein bisschen relativieren. Bei mir hat sich nämlich der Sascha gemeldet, das war der junge Mann hier. Der hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und hat mir gesagt, der ist stinkesauer, weil TV Total durchaus fiesen Schnitten und fiesen Methoden etwas daraus gemacht hat, was so nicht der Wirklichkeit entsprochen habe. Zunächst mal sagt er, dass überhaupt nicht gesagt wurde, dass das für TV Total sei. Und es wurde auch nicht gesagt, dass es überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Ihm wurde also erzählt, es handle sich um ein Casting. Und es werden also Laiendarsteller fürs Fernsehen gesucht. Man soll doch sich einfach mal filmen lassen. Das fand ich also schon mal sehr interessant. Also ist jetzt seine Darstellung. Ob es jetzt natürlich, ne, ob es stimmt, ist eine andere Frage. Aber er steht es jedenfalls so da. Und ich habe auch keinen Grund daran zu zweifeln erstmal. Vor allem ist interessant, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen sich bitte mal extra blöd stellen, weil es nämlich um eine Rolle oder um eine Geschichte geht, wo eventuell Laiendarsteller gesucht werden. Und zum Beispiel hat er auf die Frage, ob Sachsen zu den neuen Ländern zählt, bewusst, das, so weit sind wir noch nicht, Nils, das kommt gleich, auf die Frage, ob es Sachsen zu den neuen Bundesländern zählt, bewusst falsch geantwortet. Er weiß genau, dass Sachsen zu den neuen Bundesländern zählt, weil seine Freundin nämlich in Leipzig wohnt, sagt er, und er ist ja nicht bescheuert. Er hat das nur extra so falsch gemacht, weil es ihm vorher so gesagt wurde. Stell dich doch mal extra doof. So. Und dann sagt er, es gab noch diverse Schnitte und es wurden vielleicht einige Fragen auch oder Antworten gezeigt zu ganz anderen Fragen, die eigentlich gestellt wurden. Also da sind auch einige andere Teilnehmer ziemlich böse reingeritten worden. Ja, das ist zumindest also die Darstellung von Sascha. Und er hat mir also noch was zugeschickt. Die mussten nämlich alle auch einen Vertrag unterschreiben von Brainpool.
Ja, man sieht, ne, den hat man in 10 Sekunden durchgelesen. Ja. Und er musste den dann auch relativ schnell unterschreiben und konnte das gar nicht im Einzelnen alles lesen, was da drin steht. Ich habe den hier auch vorliegen und es ist echt unfassbar. Also man gibt wirklich alle Rechte an der Garderobe ab, wenn man diesen Vertrag hier unterschrieben hat. Interessant ist unter anderem der Punkt 12. Das ist der Punkt, das Bearbeitungsrecht. Das Bearbeitungsrecht, das heißt, das Recht, die hergestellte Produktion unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts beliebig unter Verwendung analoger oder digitaler Methoden zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen, zu teilen, zu schneiden, mit anderen Produktionen, Produktionsteilen oder sonstigen Werken und Leistungen zu verbinden und oder innerhalb anderer Ton-, Bild- und oder Bildtonträger zu verwenden, zu unterbrechen, auch zu Werbezwecken, den Titel neu festzusetzen bzw. zu ändern, die Musik auszutauschen bzw. zu ändern oder die hergestellte Produktion auch für interaktive Nutzung, wie zum Beispiel E-Commerce-Anwendungen, ITV, in sonstiger Weise zu bearbeiten und diese Bearbeitung nach Maßgabe dieses Vertrages und der darin eingeordneten Nutzungsrechte auszuwerten und so weiter und so fort. Ja, im Grunde genommen will man damit sagen, wir machen mit dem Material, was wir wollen. Du hast dich jetzt filmen lassen und der Rest ist unsere Sache, egal wie du hinterher bescheuert dastehst. Also Brainpool sind ja nicht blöd, das ist eine professionelle Firma. Die wussten genau, wie sie sich absichern müssen. Und man sieht hier nochmal, also es sind insgesamt 17 Punkte. Senderecht, Tonträgerrecht, Merchandisingrecht, Synchronisationsrecht sogar. Also die können auch irgendeine andere Stimme drüber legen. Auch das Recht nehmen sie sich raus. Ja, finde ich bemerkenswert. Vielen Dank, Sascha, dass du das uns geschrieben hast. So, achso, er schreibt auch noch übrigens, er ist Offiziersanwärter und da war es natürlich besonders unangenehm, wenn sowas im Fernsehen läuft. Das ist auch noch als zusätzliche Schwierigkeit, die noch dazu kam.